100 Jahre sind rum, meine Damen und Herren. Ich finde es schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir gründen ein Großreich. Zwar noch nicht das Heilige Römische Reich, wobei ich mir das auch bald anschauen möchte. Aber wir machen jetzt erstmal ein Großreich. Und, ach nee, jetzt kann ich gar kein Heiliges Römisches Reich mehr gründen. Ah, Idiot. Egal, passt schon so, wie es ist. Passt schon so, wie es ist. Wir sind jetzt das Kaiserreich von Diplomatia. Kann wieder lauter Leute vasalisieren, weil die sich jetzt natürlich alle denken so, shit, da drüben ist ein neuer Babbo in der Hut. Mit dem legen wir uns jetzt mal lieber nicht an, weil sonst, oh. Dankeschön für den Königreich-Titel. Ich habe gerade den Königtitel von Romagna übernommen. Der Papst ist auch so ein Trottel. Der Papst ist nämlich da drinne in diesem Königreich. Titelchen. Was wir jetzt machen werden, ist hohe Titel abgeben an, schauen wir kurz, Dynastie. Okay, nicht Dynastie, müssen wir uns halt random Leute aussuchen. Weil es mir eigentlich auch wirklich total egal ist. So hart das jetzt auch klingt, es ist mir wirklich nicht so wichtig, wer, wie, wo, was, warum. Für mich ist das Wichtigste, dass ich starke, unabhängige Vasallen habe, die für mich Ruhm und Ehre verbreiten in der Welt. Das ist für mich wichtig. Der Rest nicht. Das ist mein Haupttitel übrigens? Nee. Ist nicht mein Haupttitel. Ich dachte, das ist mein Haupttitel die ganze Zeit. Aber was passiert, wenn ich den jetzt abgebe? Da bleibt das alles, wie es ist. Auch interessant. Mal kurz ein paar Vasallen abgeben. Das passt aber immer noch nicht ganz. Hey, ich hab den doch gerade abgegeben, ihr Trolle. Geh euch mal ab. So. Dann haben wir hier das Problem, dass ich halt hier erstmal den Titel übernehmen müsste. Dafür fehlen mir noch jede Menge Grafschaften, weil das Ostfrankenreich ist leider ein sehr unangenehmer Zeitgenosse, was die Größe des Kaiserreichs, des Reichs angeht. Aber wir können jetzt erstmal nach Burgund schauen. Dann kann ich mal Burgund als Königreich gründen. Dafür müssten wir kurz die Provence angreifen. Kann ich sogar einfach vasalisieren. Dann machen wir das auch einfach mal ganz pauschal. Dürfte das keine große Sache werden. Wir haben zwar ein paar tausend Mann verloren. Ja, dies, das aber. Das hält sich alles im Rahmen aktuell. Ist in keinster Weise problematisch oder besorgniserregend. Unser Reich wird im Laufe der Zeit immer weiter wachsen. Wir können auch mal die Autorität auf die nächste Stufe erhöhen. Und wir werden immer reicher und immer stärker und immer besser. Das ist eben das Wichtigste. Dass wir immer weiter wachsen, immer stärker werden, immer reicher und immer mächtiger werden. Bin im Krieg mit Lothringen auch aus irgendwelchen Gründen. Na gut. Ganz ehrlich. Wirklich nicht böse gemeint oder so, ich sag euch, wie es ist, das juckt mich überhaupt nicht. Ruf mal ihn als Verbündeten. Das Herzogtum von Piemont können wir noch schaffen. Das ist ein Freund von mir. Schau mal, einen Freund gebe ich auch gerne mal ein Gebiet. Mache ich einen persönlichen Freund von mir zum Vasallen, da tue ich dem auch einen Gefallen mit. Mein Sohn ist gestorben, ist aber traurig. Das ist übrigens der Sohn, den ich mal umbringen wollte. Der Hundesohn. Tue ich mich eigentlich selber damit dissen, wenn ich sage Hundesohn? Also in-game meine ich. Ja. Aha. Ich bin Eunuch geworden. Nee, oder? Geil, ich bin Eunuch geworden. Ich kann keine Kinder mehr bekommen. Scheiße. Ich mache das ja eigentlich nur zum Spaß. Also, unter normalen Umständen würde ich sowas nie machen mit Eunuch etc. etc. Aber ist lustig. Wir können keine Kinder mehr bekommen. Das könnte auch das Ende unserer Dynastie bedeuten. Wobei ich jetzt glaube, aktuell sind wir auf einem guten Weg, unsere Dynastie unbegrenzt zu verbreiten. Aber trotzdem, Eunuch zu sein, das ist nicht so fein. Muss ich gestehen. Auf alle Fälle gucken, dass unsere Kinder immer alle verheiratet sind. Und unsere Dynastie immer weiter wächst. Das ist ganz wichtig, sonst geht unsere Dynastie irgendwann unter. Was wir jetzt hier allerdings schon mal machen können, ist Burgund gründen. Ne, kann ich nicht. Weil Krabbe hat kein Money. So, der führt Krieg gegen was? Die führen also quasi wieder untereinander Krieg, wobei mir das egal sein kann. Solange sich keiner gegen mich auflehnt, ist mir das eigentlich alles wurscht. Danke fürs Geld.
Problematisch wird es quasi erst dann, wenn die hier auf die dummen Gedanken kommen, sich gegen mich aufzulehnen. Dann muss ich gestehen, bin ich nicht mehr so erfreut von dem Ganzen, ne? Dann gibt's richtig auf die Schnauze. Wieder Nachbarn vasalisieren. Einmal Rab, einmal Bar. Das ist hier drüben doch, ne? Oha, Rab ist riesig eigentlich. Und Bar war... Wo war denn Bar? Ach, Bar war hier drüben. Bar ist das hier. Und Rab, das ist wirklich ein ganz großes Gebiet gewesen, was wir hier gerade bekommen haben. Jetzt können wir den auch noch vasalisieren. Das ist der kleine Flecken da. Wir können den Königreich von Burgund Titelchen schaffen. Das ist doch auch mal sehr erfreulich. Wieder 9000 Mann in der Zwischenzeit. Tendenz natürlich weiter steigend. Sehr schön. Undisziplinierte Rekruten. Ist doch ekelhaft. Über dieses undisziplinierte Volk. Und Vasalltum hat er kein Interesse, weil er ein Priesterkönig ist. Ansonsten würde er vielleicht sogar annehmen. Hm. Wir tun mal Ablässe hier kaufen, für all meine Sünden. Ich habe zwar keine eigentlich, aber wir tun mal so. Ban Lovro. Er gehört zu Kroatien. Können wir wieder den Papst anpumpen. Bosnien, Sahumje, ich sag's euch, also Diplomatie ist schon was Geiles. Es hat auch seine Nachteile, ja. Aber es hat auch sehr viele Vorteile. Könnt zum Beispiel Kroatien gründen. So einfach kann es sein. Damit können wir ihn auch gleich noch vasalisieren. Der ist wahrscheinlich da unten irgendwo. Ja, das dachte ich mir schon. Gehört es auch zu mir. Jetzt können wir natürlich Folgendes machen. Kroatien abgeben. An ihn. Kriegst auch gleich alle Vasallen, dass du mir hier gar nicht weiter auf die Nerven gehst. Wir können auch Titel übernehmen. Herzogtum von Visegrad. Und Nitra geht aber nicht wegen Religion, oder? Nee, der ist im Krieg. Der ist auch im Krieg. Okay, es ist aktuell kriegerische Gründe. Was ist mit euch? Er ist auch im Krieg. Ansonsten könnte ich ihn höchstwahrscheinlich vasalisieren. Wir sind aber etwas zu schwach aktuell noch. Ich bräuchte auch ein paar Truppen mehr. Wir müssten etwas stärker werden mal. Eigentlich mit Lothringen. Oh, das ist doch ein... Ach, das ist doch mal... Meine Damen und Herren. Das ist doch mal ein Anspruch, oder? Das gesamte Großkönigreich von Lothringen gehört dann mir. Mir allein. Aber warum mir allein? Den immer verheiraten. Mit ihr. Dass unsere Dynastie eben möglichst groß kriegen noch, bevor die hier abreiert mir. Oh, mein Freund ist gestorben. Möge er in Frieden ruhen, mein Freund. Also Ex-Freund jetzt. Such ich mir einen neuen Freund. Freundschaft ist einmalig. Ich suche mir einen neuen Freund. So schnell kann es gehen. Ich wundere immer noch, dass ich so wenig Kohle habe. Echt jetzt, ohne Witz. Krabbe ist pleite. Krabbe steht von einer Privatinsolvenz in die nächste. So, die habe ich immerhin jetzt mal kurz verprügelt. Habt ihr mal kurz gezeigt, wer der Babbo ist. Krabben wissen, wer der Babbo ist. Hallo? Hallo, hallo? Was ist das Kriegsziel eigentlich? Alles. Alles ist das Kriegsziel. Ja, ihr könnt heiraten, dann macht mal. Macht mal hin hier. Wie alt bist du? 11. Also eigentlich perfektes Heiratsmaterial, wenn ihr mich fragt. Hat er nicht gesagt? Hat er nicht gesagt? Hat er es gesagt? Nee, hat er nicht gesagt, oder? Macht ihr denn da schon wieder? Hallo? Hallo? Kurz hier alle ausheben. Ja, das dachte ich mir, dass ihr dann wegrennt, Feiglinge. Die hole ich mir aber noch. Ja, da kriegen wir sie. Okay, haben wir direkt ausgewiped, die erste Armada hier. 600 Mann sind da gestorben. Der Rest hat sich zurückgezogen von den Feiglingen. Wir wollen wieder hin und wieder gucken, ob wir Leute vasalisieren können nebenbei. Das geht immer mal ganz schnell und nebenbei. Das übersieht man dann gerne mal. Wohin des Weges, meine Freunde? Lauft doch nicht weg. Wir sind noch gute Freunde. Wir haben noch jahrelang in Vietnam gekämpft und so. Große Schlacht hier. Hohe Verluste auf beiden Seiten. 1000, 1700. 43 Nahrung. Die Nahrungsreserven werden die Belagerung nicht überleben, muss ich vermuten. No, no, ja. Nee, das wird eng. Das wird eng. Die erobern da oben die Gebiete zurück. Das taugt mir auch nicht so wirklich.
bin auch noch einäugig. Ich mach das jetzt einfach zum Spaß. Ich will einfach wissen, was noch alles kaputt gehen kann bei uns. Jetzt haben die sich natürlich die Provinz zurückgeholt. Aber kann ich mal kurz stehen bleiben? Kann ich euch auflösen? Nee, verdammt. Wo haben die denn die jeweils so schlechte Versorgungslage, hä? Kann doch nicht sein, dass man so schlechte Versorgung hat hier überall. Okay, ihr müsst hier weg. Oh, shit. Okay, das könnte gegen uns ausgehen, weil wir keine Nahrung haben. Ja, und ich verliere beide Armeen. Ich bin so ein Trottel. Ich bin der größte Trottel in ganz Diplomatia gerade. Weil ich dumm bin. Wir können Königreich von Pannonien gründen. Das machen wir dann auch gleich nochmal nebenbei. Ich habe zwar eh kein Geld, aber egal. Verdammt. Okay, wir haben die Schlacht offiziell verloren. Zu Recht, muss ich auch dazu sagen. Lösen die Armee jetzt hier auf. Warten jetzt mal ganz kurz. Die regeneriert sich ja eh ziemlich schnell. 514 im Monat kriegen wir dazu. 24-Dahl-Steuer mal erhöhen. Machen jetzt hier kurz Folgendes. Nochmal hier alle aushebeln. Oder ne, gehen wir mal woanders hin. Gehen wir dorthin. So. Ja, die hauen jetzt natürlich ab. Das unterbinde ich mal bitte. Hier den Rest ausheben und dann Runde 2. So, die haben wir vernichtet. Dann auf nach hier oben. Aber dass wir die abfangen können, bevor die, sehr gut. Ich möchte auf alle Fälle trotzdem die Schlacht suchen. Ich habe keinen verfügbaren Ehepartner. Aha. Interessant. Habe ich zwar nicht erinnert, dass ich sie mal weggeschickt hätte. Aber die wird schon wissen, was sie macht. Die hauen auf alle Fälle mal ab. Haben die Schlacht hier trotzdem gewonnen. Und dann, ja, dann tun wir wieder erobern, würde ich sagen, ne? Nachdem wir jetzt hier dann nochmal kurz klargestellt haben, wer der Babo ist. Also ich. Jetzt habe ich außerdem wieder alle Truppen ausgehoben. Oder? Ja, hier unten nochmal 53 Mann extra, aber ist nicht so schlimm, die kann ich auflösen. Euch tue ich halbieren. Da oben passt die Versorgungsschwelle zumindest ein bisschen. Jetzt belagern die das eine zurück, wir belagern da unten. Aber die haben natürlich deutlich weniger Truppen. Wir haben 7,8, die haben 2,6. Und wir haben auch eine bessere Regeneration der Truppen. Das kommt auch nochmal positiv mit dazu. Deswegen sollte das eigentlich sich alles ganz gut entwickeln, denke ich jetzt einfach mal. 81%. Okay, die greifen mich jetzt hier an aus irgendwelchen Gründen. Warum verlieren wir denn hier jetzt wieder Truppen? Das passt doch von der Versorgung eigentlich, oder? Nee. Nee, leider nicht. Das ist das Problem. Verdammt. Geht immer dorthin. Da ist die Versorgung besser. Regeneriert mal eure Nahrung, please. Während ich mir jetzt hier eigentlich den Krieg nur durch finanzielle Erpressung finanziere. Ja, und der Krieg ist vorbei. Hat etwas länger gedauert, der Krieg, aber war jetzt auch zu erwarten, weil es ist ein großer Krieg gewesen. Es ging um ganz Lothringen. Da darf es auch mal ein bisschen länger dauern. So, übertragen. Slavonien, Geldern und Arnsberg können wir jetzt alle vasalisieren. Passt auf, schauen wir uns mal kurz von oben an. Die hier. Geldern und, was war das andere? Also es war einmal Slavonien, das sind die hier gewesen. Dann, das war jetzt Arnsberg, die waren hier, glaube ich, oder? Ja. Und dann fehlt nur noch Geldern. Das sind die Kollegen hier. Unser Reich ist weiter gewachsen und Graf Eilif möchte ebenfalls noch vasalisiert werden. Graf Girold möchte auch noch vasalisiert werden. Immer her mit euch, komm. Kommt alle zu Papi. Lasst euch alle vom einzig wahren Herrscher vasalisieren. Das bin ich, hallo. Also Diplomatie, also jetzt mal ohne Witz, Diplomatie macht mir mehr Spaß als Kriegsführung. Also 100 Kriegsführung. 100 Kriegsführung fand ich nicht ganz so unterhaltsam. Vielleicht liegt das an mir. Wer weiß das schon. Können die Bande ändern, die Steuern erhöhen. Meinung minus 15. Ja. Egal. Die mögen mich trotzdem alle. Oder? Gibt es jemanden, der mich nicht mag? Naja, dachte ich mir. Ich dachte ich mir schon, dass sie mich alle lieben. Wie ihren Vater.
Kann ich denn noch so schaffen? Herzogtum, Herzogtum, Herzogtum. Ja gut, habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Irgendwelche Herzogtümer zu gründen. Was ist denn das hier? Neues Besitztum. Bauen wir nochmal eine Stadt hin. Hier auch nochmal eine Stadt, oder? Ne, hier kann ich sogar nur eine Stadt bauen. 9000. 11.900 Mann haben wir jetzt aktuell maximal. Und wir haben einen haben wir jetzt gerade einen Kriegsführungspunkt erhalten oder können wir einen erhalten? Ich kann noch ein paar Familienmitglieder verheiraten. Okay, erstmal durch meine eigenen verheiraten. Unser Matrilinear natürlich. Ein Genie. Das sieht doch mal super aus. So, wen können wir noch verheiraten? Tochter. So, die eine, sie ist verheiratet. So, sehr gut. Dann Tochter, du. Auch noch ein Genie, oder was? 34. Aha. Noch jemand? Meine Enkelin. Auch schon 16. Auch hier Matrilinear, das ist alles so ein niederes Volk, die nehmen natürlich immer alle gerne an. Unsere Dynastie aktuell auf 24 lebende Mitglieder angewachsen. Und da wir die Kinder alle Matrilinear verheiraten, wächst natürlich unsere Dynastie dann immer weiter und immer weiter. So, jetzt können wir hier Ansprüche durchsetzen. Ich würde sagen, wir tun noch Ansprüche hier in dem Fall durchsetzen, weil die mich hier stören ein bisschen mit ihren nervigen Ländereien bei mir mitten im Dings drinne hier in meinem Haus. Halt. Ich tue noch meine lokale Armee ausziehen, das wird wahrscheinlich reichen. Meine Schwiegertochter hat ein Kind auf die Welt gebracht, das ist doch schön. Und noch ein Kind, jawohl. Ein Träumchen, wie sie sich alle fortpflanzen und erweitern. Und mich immer stärker machen. Warum kannst du denn heiraten? Achso, er ist 16. Er ist 16. Es gibt leider keine Genies als Frauen. Es sind immer nur die Männer, die schlau sind hier im Spiel. Ja, sie ist 38, sie ist mir zu alt. Das alte Fußvolk will ihn nicht. Nehmen wir mal sie als 28-Jährige. Dankeschön. Das Königreich von Friesland, ey. Als ob die auch nur annähernd eine Chance gegen uns hätten, oder? Marschieren wir mal nach oben, dauert ein bisschen. Ansonsten Alba, England. Was haben wir sonst noch so? Finnland hat sich hier oben gegründet. Schweden ist weg. Das Arabische Reich haben wir. Afrika ist ganz okay. Aber ansonsten eine sehr schwache Partie aktuell, muss ich sagen. Okay, dieses Mal ist nichts schief gegangen. Ich fühle mich viel besser. Bin mal gespannt, ob wir irgendwann gegen Krebs geheilt werden. Was ist denn, was kann sie denn aktuell? Sie ist ein guter Arzt. Vielleicht schafft sie es irgendwann, mich zu heilen, eines schönen Tages. Ich muss nochmal kurz Titel übernehmen, Nitra und Visegrad. Na gut, kann ich nicht übernehmen. Den gebe ich ab an irgendjemanden, an dich hier. Spaß damit. Und dann tun wir die letzte Provinz erobern, dann ist Friesland Geschichte. Haben die noch irgendwo eine Provinz, die Friesen? Nee. Mhm. Die Ungarn. Heißen hier Ungwas. Sind aber eigentlich Ungarn. Verteidiger Vorteil, haben wir nochmal das hier mit rein und dann gehen wir mal wieder zurück auf Verwaltung, oder? Ja, komm. Nur Verwaltung plus 10 monatliche Einnahmen. Beenden den Krieg hier gegen Friesland. Ich muss natürlich deinen rechtmäßigen Untertan haben. Ansonsten. Das ist mir nichts wert, als Anspruch durchzusetzen. Jeder hat einen Anspruch aufs Ostfrankenreich. Deswegen würde ich sagen, oh, machen wir das doch mal. Nachdem wirklich jeder einen Anspruch aufs Ostfrankenreich hat, dann setzen wir doch mindestens mal von einem den Anspruch durch. Und da das Ostfrankenreich eh schon wieder gefühlt mit jedem im Krieg ist, ja. Müssen wir hier, glaube ich, nicht mal groß was mitmachen. Außer unsere Armee aufzuteilen und möglichst schnell zu erobern. Das ist mal das Ziel. Aha, da kommen sie auch schon. Okay, die greifen mich. Warum habe ich einen toten Kopf, wenn ich hier angreife und Schlacht schlage? Warte mal kurz, stopp. Ich hoffe, das war nicht zu spät.
Es war zu spät. Und wir haben keinen Befehlshaber. Ärgerlich. Deswegen verlieren wir auch. Jetzt haben wir einen Befehlshaber. Jetzt gewinnen wir natürlich. So, sehr gut. Sehr wichtiger Sieg hier. Wenn die Sekunde nicht aufpasst, weißt du, dann verkackst du direkt wieder halb. Mein Radspitz ist gleich vor Schock gestorben. Komfort. Soll ich wieder einkriegen? Greifen wir mich natürlich hier an. Schicken wir mal Verstärkungstruppen hin schnell. Um da diese Aggressoren zurückzuschlagen. Wir tun ja hier nichts weiter als verteidigen. Wir sind ja hier die Guten eigentlich. In Anführungsstrichen die Guten. Dankeschön. 280 Gold kriegen wir in der Zwischenzeit durch Titelverkauf. Wahre Freundschaft, dankeschön. Ich finde es schön, dass ich so viele Freunde habe in der Zwischenzeit auch. So als eigentlich relativ unbeliebter Herrscher dann doch so viele Freunde auch. Ist nicht selbstverständlich. Meine Verletzungen fallen langsam und der Schmerz ist nicht mehr mein täglicher Begleiter. Ich bin nicht mehr schwer verletzt, das ist schön. Vielleicht verliere ich irgendwann mal meine Hässlichkeit. Wahrscheinlich nicht, aber... Krabbe ist so hässlich. Ich sehe schon, da kommen, wie sich wieder alle lustig machen über das, was ich hier gerade gesagt habe. Und womit? Natürlich mit Recht. Natürlich mit Recht. Natürlich. Was macht ihr da jetzt? Könnt ihr ja direkt mal vergessen, dass ihr mir irgendwie eine Provinz klaut. Gibt es irgendwelche Leute, die jetzt einen Anspruch stellen wollen? Nee, dachte ich mir. Hübsch. Hübsch, hübsch. So mag ich das doch. Kann ich eigentlich das Kaiserreich jetzt mal gründen von Deutschland irgendwann mal oder immer noch nicht? So, tun wir von ihr nochmal die Steuern erhöhen. Da hasst mich zwar wieder jeder für eine Woche, aber egal, wen juckt's denn? Warum kann eigentlich keiner mal einen Anspruch auf Osnabrück haben oder so? Aber wen Scheiß haben sie Ansprüche auf, das wieder nicht weißt. Schade eigentlich. Schade, schade, Marmelade. Können natürlich nochmal Anspruchsteller einladen. Hab aktuell keiner am Hof, die irgendwelche netten Ansprüche hätten. Da, Aquitanien. Ha. Mhm, mhm. Sie hat leider die falsche Religion. Aquitanien. Aquitanien ist religionstechnisch katholisch. Warte mal ganz kurz. Ich hab ja das Problem, dass ich immer nicht ganz weiß, wie, wo, was, wann das jetzt ausmacht, dass man Ansprüche durchsetzen kann oder nicht. Wo war denn die Alte jetzt mit dem Anspruch auf Aquitanien? War sie das? Ja, sie war das. So, pass auf. Du nimmst jetzt mal bitte kurz Bekehrung meine Religion an. Hat einen Anspruch noch auf Alba. Tue ich auch gleich mal den Hof rekrutieren hier. So, sie ist jetzt katholisch. Nee, macht auch keinen Einfluss. Hä? Ich habe damals gesagt, ich schaue nach, dass ich es herausfinde, was das Ganze ausmacht, dass man manchmal Ansprüche durchsetzen kann und manchmal nicht. Wie zum Beispiel hier, den Anspruch kann ich durchsetzen. Er hat einen fallen gelassenen Anspruch auf das Königreich von Alba. So. Aber. Ne, schauen wir uns mal die Alte an. Mit einem Anspruch auf das Königreich von Aquitanien. Ist genau das gleiche. Ist ein feingelassener Anspruch. Muss sie verheiratet sein? Probieren das jetzt einfach mal aus. Komm, wir tun sie jetzt einfach mal random verheiraten. Ist es nur eine Überlegung. Weiß jetzt nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Sie hat auch einfach nur 4 Ansprüche. Das war jetzt nur eine Idee. Was ist schon? Er hat. Es ist auch einfach nur ein Anspruch auf das Königreich von Alba. Es ist einfach nur ein ganz normaler Anspruch. Er ist höherer Geburt. Warte mal ganz kurz. Vielleicht, weil sie eine Frau ist. Vielleicht, weil es in unserer Religion nicht... Warte, von der Logik her. Sie ist eine Frau. Sie hat einen Anspruch drauf, aber wie kann ich... Warte mal.
Und zwar. Gut, klerikales Geschlecht ist es nicht. Männlich dominiert. Ansprüche von Frauen können nur gegen andere Frauen oder untaugliche Herrscher durchgesetzt werden. Ah! Krabbe hat nach 20 Jahren verstanden, was das Problem ist. Weiber sind das Problem. Verbrennt sie! Ein Spaß beiseite. Aber wir marschieren nach Alba, aber nicht mehr diese Folge, sondern nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben wieder was herausgefunden. Nämlich, Ansprüche dürfen nur von Männern sein, außer man hat die richtige Religion. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.